Im Jahr 1964 wurde das Autobahnteilstück zwischen Buried und Oberried feierlich als Teil der Nationalstraßen N1 und N13 eröffnet. Geplant war damals auch eine Autobahnverbindung zur Vorarlberger Rheintalbahn. Amateurfilmer Alex Käggi war sowohl bei den Bauarbeiten wie auch bei der Eröffnungsfeier mit seiner Filmkamera dabei. Doch sehen Sie selber.
Der Bau der Autobahn bedurfte großer Mengen Kies, die unter anderem beim Eselschwanz und im Bruckerhorn gewonnen wurden. Die entstandenen Baggerseen sind heute beliebte Naherholungsgebiete. Am 19. Dezember 1964 fand die Einweihung des Autobahnteilstücks statt. An diesem kalten Wintertag gab es einen Umzug mit Schweizer Fähnchen, Musik, Festwirtschaft, einen Ballonwettbewerb und natürlich Reden wichtiger Politiker. Auch die erste sinnlose Autokarawane von St. Margrethen nach Buriet und über Oberried nach Altstetten fand statt. An diesem Festtag wurde wahrscheinlich kein Wort verloren über den Verlust von Landwirtschaftsflächen, die Vergiftung der Böden mit Blei, den CO2-Ausstoß, den Lärm, die Unterbrechung von ökologischen Korridoren, die Verbreitung von invasiven Neophyten oder etwa die Abwertung der angrenzenden Liegenschaften. Landammann Guido Eigenmann sagte in seiner Eröffnungsrede: Mit dem Wunsche, dass im guten Sinn vom neuen Werk rege Gebrauch gemacht werde, eröffne ich die Straße und übergebe sie dem Verkehr.